Hallo, liebe Klemmbausteinfreunde, herzlich willkommen aus meinem Laden hier in Hannover. Ja, noch aus meinem Laden. Es gibt gleich noch mal eine wichtige Sache, die ich euch nicht vorenthalten darf. Das Jahr 2022 neigt sich nun dem Ende und mein Resümee ist tatsächlich ein ganz schönes Auf und Ab und ganz schön viel Stress und ganz schön viel Hektik. Meine Familie hat ganz schön einstecken müssen und das kann leider so nicht weitergehen. Finanziell geht es dem Laden nicht ganz so gut. Ich habe mir das alles hier ganz anders vorgestellt. Und von daher, ja, leider ist die Realität anders als meine Vorstellung. Und deswegen gibt es für 2023 nur eine Möglichkeit. Ich muss den Laden leider schließen. Der Online-Shop wird weiter bestehen. Es wird auch weiterhin den Sklembaustein-Laden in der Art und Weise, also zumindest online, geben. Offline wird nur leider im Moment nicht funktionieren. Die Mieten sind zu hoch. Eine anständige Fläche zu finden ist nicht gerade einfach. Und tolle Flächen finde ich derzeit irgendwie überhaupt nicht. Ich habe für Ende Januar ein Lager angemietet, wo dann der Rest aus dem ganzen Laden erstmal unterkommt. Ich werde, wie gesagt, auch den Online-Shop weiterführen. Das heißt, ich werde weiterhin Sachen einkaufen, ich werde weiterhin die Sachen präsentieren und ich werde sie auch verkaufen. Präsentieren, ne, ist ja auch ein bisschen in Mitleidenschaft geraten durch viel Arbeiten und wenig Zeit bzw. wenig bis gar keine Freizeit mehr. Das geht so nicht. Familie leidet darunter und meine Familie hat dann tatsächlich Priorität. Mein neuen Job, den ich Anfang November begonnen habe, nimmt mich ab Januar auch Vollzeit in Anspruch. Und das bedeutet dann auch für das Ladengeschäft, dass ich nur noch freitags und samstags geöffnet habe im Januar. Ab Februar ist das Geschäft dann geschlossen. Ja, harter Tobak, ich weiß. Ich versuche es trocken in einfache Worte zu fassen, ist aber nicht immer so einfach, wie es der Realität entgegenkommt. Deswegen, einige mögen es schon geahnt haben, einigen anderen habe ich es bereits erzählt. Ja, mit dem Laden läuft es halt nicht so gut und wenn das halt nicht der Fall ist, ne, wirtschaftliche Lage, persönliche Probleme dazu, die es dann halt auch gibt, die führen dazu, dass dieses Ladengeschäft geschlossen werden muss. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ja, da gibt es halt nicht viel mehr zu erzählen. Ich bedanke mich sehr für die vergangenen 3 Jahre bei euch allen. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotz allem treu, vor allem für meinen Online-Shop, dass ihr dort weiterhin einkauft. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ist für mich vielleicht ein Familienurlaub oder sowas, der dann am Ende dabei rauskommt, was dann vielleicht mal als Gewinn aus dem ganzen Geschäft übrig bleibt. Ich weiß es noch nicht. Also, ich muss jetzt erstmal schauen, was die Zukunft so bringt und wie es mit den Verkäufen von Klemmbausteinsachen im Allgemeinen so weitergeht, wie die Nachfrage dazu da ist. Wir haben ein paar Big Player da draußen, wie zum Beispiel Blue Bricks. Ja, der andere große Big Player wurde von einem noch größeren Big Player gefressen, ne? Also, Mod Bricks wurde von Blue Bricks gefressen. Es das heißt zwar, es bleibt alles beim Alten, aber das sehen wir dann mal. Wir haben tolle Großhändler, ob nun Steingemachtes, ob es nun Lone Star Bricks ist, ob es nun Freakware ist oder auch die Bausteinecke. Wir haben in Österreich den Markus mit die Klemme, der auch einen ganz tollen Laden hat und dem drücke ich die Daumen, dass er mit seinem Laden auf jeden Fall noch Erfolg hat und noch mehr Erfolg hat als ich mit meinem Geschäft. Größere Flächen zu finden sind zu einem adäquaten Preis echt gruselig, zumindest an Standorten, wo dann halt auch ein bisschen Kundenverkehr ist. Ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch alles Liebe und Gute, kommt gut ins neue Jahr hinein und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, euer Tim aus Hannover. Tschüss!